Hallo Lukas. Hi, grüß dich. Ja, Andreas, hallo. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Ja, toll, dass du gekommen bist. Es ist super schön bei euch hier, trotz des schlechten Wetters hier im Herbst. Ja, also wir haben es hier uns auch schön gemacht. Genau. Erzähl mal, führ uns mal ein bisschen durch die Räume. Vielleicht schauen wir uns einfach mal an, wie wir hier erstmal platziert sind. Mhm. Also wir haben gerade gesehen, wir sind reingekommen und gleich bei den Designern gelandet. Wenn man sich so ein bisschen umschaut hier bei uns, dann kriegt man so ein bisschen Überblick, was es alles zu sehen gibt. Also wir haben auf der einen Seite auch das Consulting und die Strategie. Wir haben dann eben auf der anderen Seite haben wir die Kreation. Gehen wir hier mal kurz durch? Ja, genau. Okay. Und da sieht man die Kollegen natürlich auch gleich bei der Arbeit. Also das heißt, wir haben hier die unterschiedlichen Teams natürlich zur Rechten jetzt. Willst du mal so ein bisschen die Schwerpunkte aufzählen, was ihr macht? Also viele kennen euch vom Packaging-Bereich, aber das macht ihr schon lange nicht mehr nur. Ja, richtig? Ja, selbstverständlich. Also wir sind ja eigentlich eine Marken- und Designagentur. Das heißt, machen eigentlich alle Kommunikationsdisziplinen, die es zum Thema Marke gibt. Mhm. Also von digital eben bis zum Kommunikationsdesign. Aber eben auch Themen, für die man uns kennt, Packaging beispielsweise. Okay. Also von der DZ-Bank bis zur Persil-Packung. DZ-Bank macht ihr auch? Ja, DZ-Bank machen wir auch. Okay. Toller Kunde. Toller Kunde, ja, kennen wir auch. Macht Spaß mit denen, genau. Ja, eben, genau. Ja. Und wie viele Leute seid ihr hier an diesem Standort? Also wir sind hier 50 Leute, natürlich deutschlandweit rund 220. Okay, das heißt, ihr habt noch einen Standort in Hamburg? Genau, wir haben noch in Hamburg eigentlich zwei Standorte. Zwei, in Hamburg, okay. Dann in München, in Düsseldorf, natürlich Frankfurt und Tokio. Okay, hier habt ihr eure Preise so ein bisschen kapiert, zumindest einige. Okay. Genau, man sieht so ein paar Sachen, die wir gemacht haben. Also besonders schön ist natürlich Rosa Shapire, hat einen Red Dot gewonnen und eben gerade im jetzt am Freitag beim DDC ein besonders schöner Award. Das sind die Taschen von N über C. Okay. Gerade einen Gold Award gewonnen, ein karitatives Projekt für die Flüchtlingshilfe. Okay, schön. Dann hier habt ihr eine kleine Bibliothek, glaube ich, oder? Ist das richtig? Ich glaube, genau, Bibliotheken sind immer wichtig. Das braucht man in Agentur zur Sieht Inspiration. Gut aus. Genau. Wir können ja mal kurz rübergehen zur Strategie. Okay. Und bei den Kollegen von der Beratung vorbeigucken. Wie groß ist euer Strategieteil? Auch so also von den Mitarbeitern 10 Leute her? Sind das 10 ungefähr. Leute. Genau. Also ist natürlich ein wichtiger Teil, wisst ihr selber. Mhm. Nichts geht in der Kommunikation mehr ohne ein gutes strategisches Fundament. Mhm. Das muss man natürlich immer alles gut einbetten. Nee, das sind die Kollegen hier. Klar, von der Zielgruppenanalyse bis zum Thema digital, was hier so vertreten ist. Okay, sehr schön. Ihr habt oben, glaube ich, noch einen Floor. Genau, das Digitalteam und okay. Das Brandmanagement-Team ist oben. Können wir uns ja auch gehen wir mal anschauen. Kurz, ne? Gehen wir mal kurz hoch. Müssen wir mal kurz die Treppe hoch. Mhm. So, jetzt sind wir eigentlich oben bei den Kollegen vom Interactive-Team beziehungsweise vom Solutions-Team angekommen. Die machen eigentlich alles, was man von klassischen Digitallösungen kennt, aber eben auch bis zu Brand-Management-Lösungen. Also das heißt, wir bieten komplette Systeme an für Marketing-Management. So. Hast du so ein paar aktuelle Kunden, über die du gerne sprechen willst? Oh, natürlich, ja, selbstverständlich. Also ich habe vorhin schon kurz die DZ-Bank genannt. Mhm. Wir haben natürlich Linda als Kunde. Man kennt Rewe Feine Welt von uns. Mhm. Das sind Themen Penny, selbstverständlich, also alles große Marken, die so bekannt sind im Markt. Und ihr habt glaube ich auch ein Architekturbüro, oder? Wir haben Brandspaces dabei. Okay. Also das heißt, die Kollegen kümmern sich natürlich um Messen. Okay. Die kümmern sich um Retail Environments. Also die sitzen aber in Hamburg. Okay, sitzen in Hamburg. Mhm. Das ist ein tolles Team. Mhm. So, hier ist so eure Schaltzentrale, zumindest sieht es so aus. ja, genau, man hat einen großartigen Blick. Also das ist natürlich der beliebteste Platz, auch bei den Entwicklern, die wir hier haben und eben von den Designkollegen. Man sieht natürlich den Main und hat super hier schön. Einfach, natürlich, genau wie du sagst, so ein bisschen so einen Blick wie von der Brücke. Absolut. Können wir gucken, drehen es mal rum und schauen mal, ob man das vom Licht, das passt ganz gut. Und dann noch so unsere letzte Frage, was macht ihr besonders gut und was macht ihr besonders schlecht? Oh, was wir besonders gut machen, das sind eigentlich komplette Markenlösungen, also alles, was in irgendeiner Hauptform holistische Markenlösungen sind, eben von digital bis eben zu Brandspaces bis hin zu klassischen Kommunikationsaufgaben. Was wir nicht so gut machen vielleicht, wir sind eben keine Werbeagentur, ja, die großen Kampagnen machen wir nicht, wir fokussieren uns auf das Thema strategische Markenkommunikation. Okay, verstehe. Hast du eine Agentur in Frankfurt, die du uns empfehlen willst, vielleicht auch für ein nächstes Video? Oh, da gibt es ein paar Kollegen, mit denen wir sehr gerne zusammenarbeiten. Mhm. Das ist eine Filmproduktionsfirma. Ja. Die Kollegen heißen Anker.
Anker, okay. Und sind super nette Kollegen. Das heißt, du würdest uns ein kleines Intro machen, dass wir bei Anker vorbeischauen und ein Video machen. Sehr, sehr gerne. Wir wissen davon jetzt noch nichts, aber wir können es ja mal auf dem Weg probieren. Ja, genau, überraschen wir sie mal. Okay, danke dir fürs Interview. Gerne, hat Spaß gemacht. Tschüss.